Hallo lieber Zuschauer, herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Sie sind vielleicht verwundert, mich hier zu sehen. Aber das kommt daher, dass heute der erste Sonntag ist, an dem seit Corona wieder ein Gottesdienst stattfindet. Etwa 40 Personen feiern heute gemeinsam in St. Ulrich die erste gemeinsame Gottesdienstfeier. Es stellte sich uns die Frage, was wir mit dem YouTube-Kanal machen. Die Downloadzahlen sprachen eindeutig für sich. Und eine kleine Gruppe hat sich dazu entschieden, auch weiterhin ein wöchentliches Angebot in Form eines Impulses anbieten zu wollen. Nun stelle sich die Frage, welchen Impuls wir Ihnen mit auf den Weg geben wollen. Wenn wir durch Rheinstetten laufen, finden wir sehr viele Wegkreuze. Plätze, Orte zum Innehalten, Pause machen, zum Gebet. Machen Sie sich mit uns auf den Weg zu dem ersten Impuls. Gott, mein Begleiter, sei vor mir, um mir den rechten Weg zu zeigen. Sei neben mir, damit du mich in die Arme schließen kannst und mich schützt vor den Gefahren von rechts und von links. Sei du hinter mir, damit ich deine Stärke im Rücken habe. Sei du unter mir, um mich aufzufangen, wenn ich falle, und um mir aufzuhelfen. Gott, sei auch in mir, um mich zu trösten, wenn ich traurig bin. Sei du um mich herum, um mich zu verteidigen, wenn andere es böse meinen mit mir. Gott, mein Begleiter, sei über mir, um mich zu segnen. Du hast mich, mein Name, sprich zu mir dein Wort.
dem Evangelium nach Johannes. Jesus Christus sprach: Lasst euch im Herzen keine Angst machen. Glaubt an Gott und glaubt auch an mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Sonst hätte ich nicht versprochen, ich gehe dorthin, um einen Platz für euch bereit zu machen. Und wenn ich dorthin gegangen bin und einen Platz für euch bereit gemacht habe, werde ich wiederkommen. Dann werde ich euch zu mir holen. Denn dort, wo ich bin, sollt auch ihr sein. Ihr kennt ja den Weg zu dem Ort, wo ich hingehe. Thomas sagte zu ihm: Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir da den Weg wissen? Jesus antwortete ihm: Ich selbst bin der Weg. Genauso bin ich die Wahrheit und das Leben. Es gibt keinen anderen Weg, der zum Vater führt, als mich. Wenn ihr mich wirklich kennt, dann werdet ihr auch meinen Vater kennen. Schon jetzt kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Wir denken an andere Menschen. Manchmal trennen sich unsere Wege und wir wissen nicht, wie es dem anderen Menschen ergehen wird. Wir machen uns Sorgen oder sind traurig und können einander näher kommen. Dann ist es gut, Gott an diesem Kreuz alles sagen zu können und für den anderen zu beten. Wir werden gestärkt. Wer geht, braucht Kraft. Gott versorgt uns mit Nahrung für den Leib, mit Liebe und Freude für die Seele. Wir dürfen an den Weg kreuzen, innehalten und genießen. Pause machen und uns stärken. Wir werden ermutigt. Wenn wir traurig sind, weil wir den falschen Weg gelaufen sind oder weil die ganze Rennerei uns so vergeblich erscheint, brauchen wir jemand, der uns Mut macht und uns auf die Schulter klopft. Wir gehen gemeinsam. Bei Regensturm oder in der Nacht haben wir auf dem Weg oft Angst. Man sieht nicht mehr, wohin es gehen wird. Dann ist es gut, sich festhalten zu können. Gott selbst leitet uns und beschützt uns als Gemeinschaft. Guter Gott, es gibt Momente, Tage, Wochen, da fühle ich mich einsam, weil ich einen lieben Menschen vermisse, der nicht da sein kann. Weil ich eine Entscheidung treffen muss, die mir nicht leicht fällt und die mir keiner abnehmen kann. Weil ich mich gestritten habe oder unverstanden fühle. Gib mir das Vertrauen, dass meine Lieben in dir gehalten sind. Gib mir den Mut, einen Weg einzuschlagen und die Gelassenheit, ihn auch wieder zu verlassen, wenn er nicht weiterführt. Gib mir Geduld und Kraft, zu verzeihen oder um Verzeihung zu bitten. Wir rufen zu dir. Guter Gott, es gibt Momente, Tage und Wochen, da fühle ich mich schwach und hilflos, weil mein Körper mich einschränkt und meine Kraft weniger wird. Weil Stunden und Tage verrinnen und ich sie nicht festhalten kann, weil Unfriede und Krieg, Gier und Hass immer wieder um sich greifen und mir Angst machen. Guter Gott, geh mit mir in diesen Momenten. Hilf mir, mich selbst zu lieben, Friede mit meinem Körper zu finden. Bewahre du meine Stunden und Tage in deinem Herzen. Zeige mir und allen Menschen Wege zur Verständigung und zum Frieden. Wir rufen zu dir. Guter Gott, es gibt Momente, Tage und Wochen,
Da bin ich einfach glücklich, weil eine schöne Begegnung mich gefreut und erfüllt hat. Weil ein liebes Wort, ein Wort der Liebe mich berührt. Weil ich grundlos vergnügt mich an Kleinigkeiten freue und dankbar bin für viele Momente. Guter Gott, geh auch in diesen Moment mit mir. Freue dich mit mir und lächle über dein glückliches Kind. Bewahre mir ein großes Liebeswort im Herzen. Lass mich ruhig und zufrieden werden in deiner Nähe. Wir rufen zu dir. Beten wir nun noch gemeinsam das Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das war ja unser heutiger YouTube-Impuls. Wir hoffen, Sie konnten einiges mitnehmen, gehen vielleicht die nächste Woche raus auf die Felder, durch die Straßen, zu den Wegkreuzen, sammeln Ihre Gedanken, haben gute Beziehungen zu Gott an den Wegkreuzen. Wir wünschen Ihnen einen schönen Sonntag.